Anstoß Köln. Und damit läuft diese Partie. So, rüber, auf die andere Seite. Rafael Chichos. Keins. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Ecke in die Mitte. Ja, sie können erstmal klären. Keins. Gut den Ball verteidigt. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Gut den Körper eingesetzt. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Robin Quaison. Da zieht er ab. Da passt er auf und hat den Ball. Rosinski. Ja, setzt gut den Körper ein. Die Flanke bleibt hängen. Sauberes Tackling von ihm. Ja, schade, da hätten sie mehr draus machen können. Hector. Skiri. Sebastian Andersson. André Duda. Anspiel auf Hector. Jetzt die Gelegenheit. Elfmeter. Und wenn Sie Pech haben, liegen Sie gleich zurück. Ja, und das war auch nicht gut gemacht. Klares Foul, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Keine Frage, das ist ein Elfmeter. Aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte, Buschi. Strafstoß natürlich die richtige Entscheidung. Aber keine Karte zu zeigen, also da liegt er daneben. Und er macht den Elfer. Glücklicher Elfmeter. Wir schauen uns die Wiederholung an. Er hätte es fast zu genau gemacht. Von der Latte doch noch ins Tor. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Emmanuel Dennis. Skiri. Jetzt vielleicht mal die Kölner. Schöner Versuch. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Und die Balleroberung. Wichtig. Anu-Treffer in der Situation, das ärgert sie. Wenn der reingeht, dann bauen sie die Führung aus. Aber im Grunde sieht es immer noch gut aus. Duda. Super dieses Zuspiel. Super Einsatz vom Torhüter. Ecke kommt. Da können Sie klären. Vene. Einwurf Köln. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Kein Tor bei diesem guten Kopfball. Ja, der Ball geht knapp über die Latte. Das hätte ein Treffer verdient gehabt.
Duda. Ballverlust. Jeremias Saint-Just. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. 60 Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Gelbverdächtige Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Gute Chance für eine Flanke. Macht das da gut. Wehne. Robin Quaison. Ja, könnte was werden. Jetzt ist Platz für den Konter. Abwehr muss aufpassen. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Jetzt ein weiter Einwurf, dann wird's brenzlig. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Duda. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Ja, durchaus ein vielversprechender Freistoß. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. Das war stark vom Torwart. Er hat den Ball. Sie verlieren den Ball. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Boetius. Jetzt der Vorstoß. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Moussa Niakate. Robin Quaison. Wichtige Durchsage für die Fans im Block A3. Der Imbissstand hat jetzt wieder geöffnet. Ich wiederhole. Der erste FC Köln hier im Angriff. Der Ball geht an den Pfosten. Ja, da hätten sie weiter davonziehen können. Es war viel Pech dabei. Ball landet am Aluminium. Das Ding hätten sie gerne mitgenommen. André Duda.
Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Sie geben den Ballbesitz wieder ab. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Karim Onisivo. Dominic Kor. So, Sie haben den Elfmeter. Und das ist jetzt die Gelegenheit, das Spiel hier wieder auszugleichen. Es gibt die Elfmeter. Und Geld noch dazu. Auf beiden Seiten wird nun gewechselt. Kann den Elfer nicht verwandeln. Keeper ist zur Stelle. Ich bin jedes Mal aufs Neue erstaunt, wie blitzschnell diese Keeper reagieren können und selbst richtig gut geschossene Elfmeter noch parieren. Hat der Keeper den Schützen ausgeguckt und klasse reagiert. Der Ball kommt rein. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Und es geht mit Abstoß weiter. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Klasse Einsatz. Beide wollen natürlich diesen Ball. Er spielt den Pass auf den Flügel. Jetzt die Flanke. Ein Seitfallzieher, wie man ihn nur ganz, ganz selten sieht. Das war eine fantastische Aktion. Was für ein Tor! Da ist nochmal die Entstehung dieses Tores, da ist die Flanke und dann hat er wirklich nicht viel Platz, aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Null steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. 3 Minuten sind es noch. Die Nummer 24. Chor. Also über mangelnden Support der Fans kann sich hier heute keiner beklagen. Aber ganz und gar nicht. Die machen mal richtig Alarm. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Hector. Jetzt ist es gefährlich. Da gewinnt er den Zweikampf. Das Spiel ist aus. Die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Am Ende wird es also ein knapper Sieg. Sie haben eine gute Leistung gezeigt. Spielerisch wirklich überzeugend und auch die Nerven stimmen.